Hallo liebe Leute, willkommen zu einem nächsten Update-Video vom Server Wild. Ja, wir haben schon richtig guten Besuch, fast immer voll. Ich müsste schon lange mal ein bisschen erhöhen, aber ja, das Geld, das wächst leider nicht auf Bäumen. Ich bin immer noch vom Krankengeld abhängig und ja, aber es geht schon. Recht halt einfach zweimal wöchentlich, dass ich updaten kann. Jetzt habe ich ja die Rahmen erhöht und dann kann ich auch mal die Nutzerzahlen erhöhen von 4 auf 8 zum Beispiel schon. Jo, also wir haben hier den neuesten, der heißt ja Blumen. Ich weiß jetzt nicht genau seinen ganzen Namen. Und ist auch vom Clan Novolem bzw. mit seinen Kollegen. Er hat hier... Ja, Justin. Er hat hier ein farbiges, buntes Haus gemacht mit den Scheiben. Und ich denke, vielleicht macht er einen Turm oder so etwas. Der Wolf. Ich glaube, der wählte Wolf oder so etwas. Ja, gut. Dann haben wir hier ein Baumhaus von Alex. Er hat, jo, einfach mal einen Baum umgewandelt scheinbar. Noch ein paar Blätter hinzugefügt. Oh, ist gar nicht mal unbedingt ein Baum gewesen, aber er will natürlich ein Baumhaus. Jo, finde ich nicht schlecht. Ist ein bisschen eckig, aber... Sollte wahrscheinlich auch so sein. Ja, hier hat er mal mir ein bisschen geholfen mit dem Weg. Das ist sehr schön. Dankeschön dafür. Und hier ist sein Haus. Alex Freaking heißt er genau. Hat hier schon einige Sachen drin. Ein Portal hat er auch gemacht. Und mehrere automatische Mobfarmen. Nicht schlecht. Ein Angelteich noch. Okay. So, dann gehen wir rüber nochmals zu den Fighter Boys. Der X-Fighter Boy und der Fighter Boy 2000 zocken zusammen und die haben hier drüben schon ein Update gemacht mit ihren Häusern. Jo, alles morsche Bäume sozusagen. Sieht richtig nice aus. Der Garten sieht irgendwie auch richtig nice aus. Und... sehr viel Drogen, gut. Sieht richtig profihaft aus. Da oben ist noch nicht so viel. Hier auch nicht so viel. Aber es ist noch neu, deshalb scheinbar noch nicht fertig. Gut, dann haben wir hier viel Zucker, die brauchen wahrscheinlich sehr viele Kapseln. Also hier auch ein Portal, okay. Schön markiert. Ja, hier wohnt jemand scheinbar. Gut. Eine Baumfarm. Aha. Sehr eng und alles Mögliche. Ah, meine Stimme wieder. Naja. Hier oben. Scheinbar eine Aussichtsplattform, wo man nicht so gut sieht. Haben wir etwas anderes. Ja, nicht Schlimmes vorgestellt, aber... Oder nicht... nicht Schlechteres. Nichts Besseres. Ist eigentlich gut. Ja, sieht von außen auch... recht gut aus, von innen ist es halt ein bisschen blättrig. Aber ist toll, hast du gut gemacht. So, als nächstes haben wir dann ja zum Beispiel das schwarze Brett hier vorne. Da dürft ihr alles schreiben, was euch so Sinn macht.
Ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Mal geschrieben und der freche Wolf. Karkorbohnen, das gebe ich dem dann. Und ja, sonst ist eben von mir ein paar Sachen. Auf der Seite könnt ihr dann auch schreiben. Und wenn sie voll sind, mache ich weiter natürlich. So, hier haben wir das Klohäuschen. Das Klohäuschen ist einfach der Eingang zur Monsterfarm. Da darf jeder manchmal leveln. Hä, da oben ist ein... Ah. Aber das ist nicht so gut. Das macht zu hell. Naja. Ich lasse es mal. Novolem hat da schon ein paar Sachen. Ja, die habe ich und Novolem gemacht und ja, vor allem das Wichtigste ist eigentlich, dass man da hochgeht und zum Beispiel hier wartet, dann spawnen viele und dann geht wieder runter, müsst halt ein bisschen warten und dann kloppen. Da unten kommen dann die Items rein. Zum Beispiel ich mache rein. Und wenn ihr mal den Spawn updaten wollt, geht ihr einfach in diese Richtung oder in diese Richtung. Und da ist ein Skelett. Jo. Eine kleine Monsterfalle, natürlich nicht optimal, aber sie funktioniert. Also 5 Level bekommt man recht schnell. Ich brauche meistens nur 5 Level. Weil von 25 auf 5. Von 25 auf 30 geht halt nicht so schnell mit Farmen oder ja. Also zum Beispiel mein. So, hier ist das Baumhaus von Novolem. Er ist gerade am Umziehen bzw. einfach etwas Neues bauen. Das kommt dann am Mittwoch. Ich möchte es noch nicht zeigen, weil es noch nicht fertig ist. Es geht relativ lange. Ja, zum Beispiel hier ein Schlafzimmer. Hier geht's hoch. Und ja, hier ist der Rest von seinem Baum. Und hier ist noch sein Lagerraum. Jo. Also Fernseher, richtig wilder. Und das ist der Liquid Chest. Er hat hier einfach mal kurz ein Ding gemacht, bevor er in sein Haus zieht, das er baut mit Novolem zusammen. Ja, hier ist unsere Baumfarm. Vielleicht später nur noch meine, aber es kann jederzeit jemand hier farmen, wenn es auch die Setzlinge wieder sammelt und hintut. So, jetzt gehen wir noch kurz zu meinem Haus. Es hat 2 Türen. Überall Blumen. Dann habe ich auch die 20 Blumen hier geschenkt bekommen. Da ich sie brauche, weil ich einfach Orange liebe. So, hier werde ich dann mal alles nur Kürbisse machen, weil ich Kürbiskuchen herstellen möchte. Die Melonen sind ja nicht so wertvoll. Ja, hier geht es nach oben. Hier haben wir endlich mal einen Dschungel gefunden. Deshalb habe ich jetzt hier die Kakao-Farm hingemacht. Und ich möchte das kurz noch machen. So. Ich bin übrigens auch in einem der Frostbiome gewesen, glaube ich, in der Tiger und den Eisbike-Biom. Oder es ist Tundra, nicht Tiger. Tiger sind mit dem Wald. Und habe ich diese Skelette besiegt, die relativ böse sind, wenn Creep in der Nähe sind. Und jo, jetzt habe ich sie gefarmt. Oh, ich bin so blöd. Ich bin gar nicht mehr im Game Mode. Schreib lieber extra. Aber ist ja nicht so schlimm. Es sind nur 22 Level und... So, haben wir noch ein bisschen Update-Video.
Monster schlachten und Items einsammeln. Und sollten eigentlich alles sein, aber wieso werden die so verstreut? Minecraft ist voll blöd manchmal. Eieiei, streuen einfach meine Items. Geht's noch? Ich glaube, es ist nichts mehr, hä? Also ich gehe jetzt wieder mal in den Game Mode. Sonst sterbe ich noch öfters im Video. Das geht mal nicht. Ja, scheinbar nichts mehr. Wer baut hier Bäume an? Das geht mal gar nicht. Habe ich nur so wenig Items gehabt? Hm. Ja, also dann gehen wir noch kurz zu ihm. Er hat keinen Briefkasten, hä? Ich habe kein Holz. Wieso habe ich kein Holz? Ja, sag's ihm dann. Ah, er hat schon. Ja, wenn er schon hat. Muss ich hier etwas anderes ausdenken. Aber er hat ja schon. Gut. Wahrscheinlich von Novolem, der hat von mir geschnäugt. Hm, okay. Ja, es sind scheinbar alles. Okay. Meine Sachen sind bald kaputt. Aber naja. Ja, das war das zweite Update-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist natürlich manchmal schwer mit Erkältung und allem noch ein paar Videos aufzunehmen. Ich hoffe, es stört euch nicht. Und sollte aber bald wieder weg sein. Heute Abend im Livestream zum Beispiel. Gut. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zu einem nächsten Update-Video. Euer Drago Basler. Tschüss.